Wenn den vier Musikern eines Streichquartetts von einem skrupellosen Steuereintreiber auf offener Bühne die Instrumente gepfändet werden. Noch dazu von einem ganz besonderen Vertreter seiner Zunft. Das ist genauso legal, wenn wir den ganzen Tag auf dem Amt hocken und in der Nase bohren. Und das tun wir auch. Natürlich, Sie kennen doch den Ausdruck, wenn Sie auf die Behörde kommen, das sind verkrustete Strukturen. Was also tun unsere vier Musiker? Richtig. Eine Geschichte über ein ungleiches Brüderpaar. Mein Bruder. Wirklich, Tita, war das nötig? Mein ganzes Leben lang geht das schon so. Mein Bruder. Immer mein Bruder. Ich komme auf die Welt, wer ist schon da? Mein Bruder. Über Freundschaft. Man könnte meinen, du hast keine Freunde auf dieser Welt. Nicht eine. Hast du denn keine Mutter? Und keinen Vater? Nein. Seid so Freundschaft bereit. Über Schuld. Sag mal, Robbel, kannst du das mal irgendwie erklären? Oder müssen wir dich foltern? Antworte mir bitte, antworte! Schwein! Das Leben. Oder ist es das Alter? Vermutlich Letzteres. Die Unzulänglichkeiten. Die Nase, wieso die Nase? Guck doch mal ins Spiel. Das ist ein fieser Stachel in mir und der Schicht. Und Träume. Leuchtet ihr ins Geheim, nie mehr nach Lichten strahlen. Voller Leidenschaft. Oh, it is fine, won't be happy. Und steuerlichen Know-how. Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindesteuer, Hundesteuer, Pflegesteuer, Mineralsteuer, Umsatzsteuer, Quellensteuer, Sektsteuer, Brandweinsteuer, Freigrad, Umlaufvermögen, getrennte Veranlagung, verkürzte Versorgungspauschale, Anlage, Endanlage, Kappanlage, VA, lineare, degressive, krisenorientierter Arbor- und Sonderabschränkung. Was ist daran so schwierig? Sex. Denn ein Torero hat Glück bei den Frauen. Drugs. Ich schnipp die Kippe weg und ich piss in den See. And Rock'n'Roll. Mutti, bist du toll, bin ich dick jetzt, toll, dass man es sieht, oder ist es mein Deo-Spray, wenn du jetzt zu ihm gehst, zum jungen Kerl stehst, fühl ich mich härter, wenn du das nicht verstehst, aber siebe, siebe, Rockkunst in ihrem Theater. Mit so einer Nase wird man sehr böse, kriegt Lust, die Leute zu erschlagen. Ein kleiner Rüderfiskus steht draußen vom Balkon, hollalali, hollalali, hollalali.